So, einen schönen guten Tag zusammen. Wir wollen ein bisschen Trading machen und da haben wir, wie ihr seht, wenn wir hier diese Candlefarbe haben, meistens das kostenfreie Zero-One-Trading-Template geladen und traden mit Signalen heute. Ne? Das sind also die Signale, die ihr euch auch im Puls selber erzeugen könnt. Ja, wenn ihr das Pulssystem habt, seid ihr natürlich ein bisschen flexibler, könnt ihr auch PI2 machen, andere Timeframes, M1, M10, was ihr wollt. Und kostet natürlich auch ein bisschen mehr, ne? Aber mit den Signalen haben wir schon eine wunderbare Auslese getroffen. Wir senden die im M2 und im M5 mit einem super schönen Screenshot dabei. Gucken wir uns zum Beispiel gerade mal an. Na, seht ihr hier, haben wir hier die Signale mit Pivot-Linien sogar. Na, seht ihr die Pfeile? Und ja. Da kann man wunderbar die Entscheidung fällen. Ihr habt im Text den Currency Strange Indikator drin. Das seht ihr hier unten, ja, wie er ist. Ich war hier in dem Fall Buy. Ja, Buy, also nach oben. Und wir haben hier das Asset wunderbar geklappt. Nur ich war mit der Kamera zu spät. Ja, ein bisschen viel zu spät. So. Aber das ist ja nicht schlimm, weil das nächste Signal kommt gewiss. Ja. Dann würde ich einfach sagen, gehe ich auf Pause und bin dann wieder da, wenn es rappelt. Södle. Ich wieder da, aber es gab quasi nur ein Signal mal im Out USD. Ist gerade etwas ruhig. Naja, hier könnte dann noch mal ein bisschen Schmackes reinkommen. Ich will es hoffen. Ist das schon 10 vor 3? Wir warten ab. Wir sind in Lauerstellung. So, ein Signalchen im Out USD. Dann schauen wir uns den Patienten auch mal an. Out USD. Geben wir hier hin. Geben DU ein. 2 Minuten sind wir. Fünfzehn, 15. Das heißt, wir gehen die nächste Candle rein. Mächtig heute hier rumgezauselt bisher, Wahnsinn. So, warten wir ab. Hier gucken wir auf die Uhr. 75, 2 Minuten ist eingestellt. Wir nehmen den nach unten mit, sofern die Kerze natürlich eine positive bleibt. 2, 1 und zack, sehen wir rein. So, dann traden wir die jetzt nach unten. Und dann schauen wir mal, wie er sich entwickelt. Es gab jetzt echt längere Zeit überhaupt kein Signal, sieht man hier. Ne? 15:15, hier gerade einmal 14:34 und dann 13:54. Also, wir merken, vielleicht sind das schon Vorwehen. Wir haben Non-Farm Payrolls diese Woche. Und ja, der Ami macht gleich erstmal auf. Und dann schauen wir mal. Es läuft auch in anderen, auch Euro-Dollar, wenn man ihn sich anguckt. Ja, auch hier haben wir viel Docht, viel rumgeeier. Ja. Immer nach oben, geht wieder unten, nach oben, nach unten. Also viel unruhig. Ja. Sehr unruhig. Aber gut. So ist das manchmal. Ja. Da muss man halt dementsprechend agieren. Und ja, gucken wir mal, wie wir das gemeistert kriegen. So. Bleiben wir drauf. Ich gehe kurz auf Pause und komme kurz vor Ende wieder. So, jetzt haben wir noch ein paar Sekunden. Ja, der Tom zwar jetzt runter, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Der ist in der letzten Sekunde noch auf Pari gehüpft. Jetzt bin ich natürlich in der ersten Erhöhung drin. Wir sehen es hier, der Out USD. Hier sehen wir auch, das ist quasi, wir sind da genau zu dem Einstieg auch dann rein. Aber laufen jetzt, das heißt, wir haben hier im Grunde den doppelten Gewinn. Ja, ja, das sagt man nicht, nee, ne? Wenn er halt auch im Geld dann beendet wird. Ja. 1,64, 1,64.
Naja, lass mal laufen, der Bub. Ne? Ich hatte es hier neben schon mal ausgerechnet. Ihr wisst ja hier, das Erhöhungs-Dynamisierungs-Sheet, Excel, XLS, Excel-Sheet. Und da könnt ihr dann hier oben eingeben, euren Betrag und die Rendite. Glatte Zahlen jetzt mal. Ne? Dann seht ihr hier, nur erhöhen, um die Serie auszugleichen. Das bedeutet, wenn der erste nicht sitzt, wird nur noch ausgeglichen direkt. Hier wird ab dem zweiten Trade, ja, also das ist der ursprüngliche Trade, erste Erhöhung, zweite Erhöhung, ja, der zweite erhöhte Trade, ausgeglichen. Hier wird komplett Gewinn mitgenommen, das ist die aggressivste Variante. Und hier nochmal bis zum dritten. Ja, also hier im Grunde direkt 0, hier bei 2 und hier bei 3. Ja. Sieht er ja hier. Hier geht es erst auf dem Dreier. In den Ausgleich. Das haben wir vorher erst nur hier oben die Varianten gehabt und sind aber auch nochmal hier als Alternative, ja, damit hingegangen. Erster Trade plus zweite Erhöhung, ja, nehmen den vollen Gewinn mit. So, den haben wir gewonnen. Und damit mache ich auch Schluss. Ich war jetzt lang genug hier mit dem Video beschäftigt. Und ich glaube, das lade ich am Samstag hoch, ne? Oder für den Samstag werde ich das veröffentlichen. Und dann wünsche ich euch noch einen erholsamen Sonntag, Ostern und wünsche euch Ostermontag ist ja auch noch Feiertag. Wir hören uns dann einfach am Dienstag wieder. Passt nur auf, nicht, dass Dienstag der neue Montag ist. Ne? Aber das werdet ihr schon am System feststellen, wenn wenig Signale kommen, dann ist das halt so. Ne? Dann haben wir halt ne, durch den Feiertag ja quasi eine Verschiebung der Wochentage sozusagen. Ja? Also, dass wir am Dienstag nach Ostern eventuell die gleichen wenigen Marktbewegungen haben wie an einem regulären Montag. Jetzt nochmal ganz auseinandergesplittet. Ja? Wenn ich in Telegram schreibe, der Dienstag ist dann der neue Montag, dann weiß jeder Bescheid. Ne? Und deshalb alle in Telegram rein, alle in Teamspeak rein, Live-Trading. Yes, we can. Okay, ich bin weg. Ich wünsche euch was, ne? Ciao, ciao.